Ja, moin zusammen, willkommen zurück im Secret Order. Wir haben ein Wimmelbild, nicht mehr auf. Jawohl, so. Oh, okay, das ist ein umgekehrtes Wimmelbild. Umgekehrt, wieso? Weil es hier Sachen gibt, die... Nee, doch nicht. Haha, ich dachte erst, wir müssen eins fügen. Nee, wir müssen einfach nur die Formen finden. Okay, gut, ja, das kriegen wir hin. Läuft ein bisschen darauf hinaus, dass ich einfach nur erzähle. Wir müssen noch ein Dings finden, ne? Noch irgendwo so Dingelchen... So, noch eine Wolke und irgendwas, das aussieht wie Flügel. Das da. Ich glaube, ich komme schneller damit durch, wenn ich einfach sage, okay, was sieht denn so aus, als würde es hier nicht hinpassen? Wie das da. Ich glaube, das wäre irgendwie klüger, statt zu sagen, jetzt suche ich mal von so. Vor allen Dingen, ich finde es gerade ein bisschen verwirrend, was von dem, also die ausgegrauten, alles klar, die haben wir schon gefunden. Aber was ist, hi Seepferdchen, aber das da ist jetzt zusammengesetzt oder wie? Hä? Okay. Gut. Ja, alles klar. Was ist hiervon noch? Diese beiden, oder? Glaube ich. Würde ich jetzt mal tippen. Da haben wir eins. Ja, okay, alles klar, die beiden. So, und das zweite ist... ja, genau. Hier? Nee. Ah, wo haben wir es denn? Da. Da siehst du. Katsching! Und was wird daraus? Wir haben immer noch nicht alles. Was fehlt denn noch? Dieser Rahmen, oder wie? Hatte ich nicht schon einen Rahmen gefunden? Nee, hatte ich nicht. Guck. Ah, siehst du? Und jetzt... Kabums. Gefunden, ein Symbol. Aha, klar. Ist das das? Nee, nicht hier. Da drüben, ne? Und das auch nicht hier? Ja, ja, ja. Nichts passiert. Ist ja verrückt. Ach, da hinten. Da genau in die Ecke. Oh, oh. Ah, und dann, ja, und dann fungiert das hier als eine Art Schleuse. Oh nein, aber das sollten wir nicht tun, weil hier sind die ganzen Tiere drin. Die werden dann dying. They go dying, don't do that. Okay, aber wo ist das Wasser hin? Ja, ja, der Ausgang ist versperrt. Aber wo ist das ganze Wasser hin? Wasserablassungsstandort? Wo ist es hin? Guck mal, da haben wir eine Flaschenpost. Cool. Die können wir doch erstmal öffnen. Ja. Und? Was steht da? Hilf mir, ich muss weg. Das ist ein Code. Mack. Auch ohne Wasser bist du noch so widerspenstig. Alter, das will ich mir ja nochmal überlegen, ne? So, Alkodi. Was? Den hat er jetzt eingefügt. Warum? Anleitung. Setzen Sie den Symbol auf dem Blatt an die richtige Stelle im Steinrelief. Okay, einfach aufnehmen. Ja gut, das kriegen wir hin. Ich muss schon wieder husten. So, I'm so very much sorry. Weiß ich nicht, ich habe mich nur verschluckt. Das ist so, nee, nicht verschluckt, sondern einfach nur wenig getrunken. Und dann passiert sowas. Doof. Okay, so. Na, 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 na. Das und G und R. Hossa! Das sieht wie ein Aufzug aus. Ich frage mich, wo er nämlich führen würde. Ja, das weiß ich auch nicht, aber das finden wir doch jetzt heraus. Ist nur die Frage, das nehmen wir mit. Okay. Haben wir da noch irgendwelches Sammelgedöns hier? Das sieht wie ein Ei aus. Das da ist wie... Nee. Okay. Ein kugelförmiges Objekt würde hier hineinpassen. Na gut. Drachenkopf. Da hinten ist nichts mehr, ne? Das Einzige, was bleibt, ist eigentlich das hier. Nee. Ernsthaft? Mit dem Schraubenzieher... Mit dem Korkenzieher konnte ich nicht irgendwie hier improvisieren. Aber damit geht das wohl. Okay, ein kugelförmiges Objekt. Lass mich raten. Ja. Katsching. Ui. Es geht weit und es geht schnell nach unten. Meine Güte.
So, was haben wir denn hier? Begabter Entdecker, betrete das versunkene Königreich. Ich bin ein begabter Entdecker. Habt ihr gehört, ne? Ihr habt alle gehört. So, das nehmen wir erstmal mit. Eiersammler. Was? Blaue Eiersammler? Alter, ist ja schon wieder Ostern. So, irgendwo wird es doch, ja. Nein. Irgendwo wird es doch sicherlich auch noch, unter welcher Abdeckung denn bloß? Da ist eine Art Käfig und da steht jemand drin. Oh. Kuckuck. Ach, unter der Abdeckung. Und ein richtiger Drache. Aber er ist gefesselt. Und dann das arme Vieh. Ich sollte mich von dem... von ihr. Du weißt also schon, dass es sich um eine sie handelt. Okay. Interessant. Ich würde ihn am liebsten befreien. Was haben wir denn da? Mhm. Okay. Wir nehmen hier einfach erstmal alles mit, ne? At last our time has come. The Griffins are doomed. Without their time machines, they are defenseless. We will take revenge, my friends, for all of their sins. With the help of the dragons, our clan will triumph. Da ist er ja wieder. Oh nein, es geht nicht nur um Juni, es geht auch um die Greife. Ah, was hat er denn wohl bloß dagegen? So, was haben wir hier? Okay, können wir was? Cool. Das läuft ja fabelhaft drin. Kann ich nicht. Mach irgendwas. Geht nicht. Okay, den Schlüssel nehmen wir mit. Weil hier nämlich noch ein Teil fehlt. So, was soll ich tun? Ach, wahrscheinlich alles einschalten, ne? So, im Uhrzeigersinn 2, im Uhrzeigersinn 3. Das war ganz schön falsch. So, 2. 3. 2. 3. Nee. 2. Ja, nee, das wird nichts. 2. 2. Nee, das wird so nix. Nee, 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 nee. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. 3. Ich mach, am besten geht sowas immer, indem man erstmal alles möglich kaputt macht. So. 3. Dann 2. 2. 3. Und 2. So. Juhu! Ah, yeah. I set you free. Jetzt komme ich auch da unten hin. Aber mich interessiert hier, ach, ich weiß, das ist völlig unwichtig, aber jetzt, wo wir die Sammelobjekte entdeckt haben, möchte ich sie natürlich auch finden. Ich lasse dich frei, ja. Oh, okay. Who's there? You aren't one of them, are you? Mm-mm. You're a friend of the woman they brought here? He's Joy, my friend. They're controlling the mother dragon, and she's unable to communicate. And someone here in the castle can make the noises we thought only she could. All the other dragons have left their nests and are circling around the crystal, obeying those sounds. I think those hooded people are preparing for something. Joy's mother left too, so I took care of him. I bet he's hungry by now. Can you help me find something for him to eat? Ach, das ist ja süß. Er ist hier gefangen und sorgt sich mehr um Julie? Den Drachen. Julie? Schnucki? Nee, nix. Okay, wir suchen erstmal wieder für... wir suchen nicht nach Eiern. Ich sollte mich das nach etwas umschauen, das hier hineinpasst. Nein? Jut, okay. Haben wir hier dann... Das sieht doch verdächtig nach Ei aus, ne? Ist es aber nicht. Leider zu hoch für mich. Leider zu hoch für mich. Alles zu hoch für mich. Okay, da haben wir einen... Was ist das? Das ist eine Kurbel. Ach, wie gut. Und hier gehört etwas hinein, was im Moment noch fehlt. Gut, und hier gehört auch etwas hinein, was im Moment noch fehlt. Die Kurbel schätze ich doch mal hier rein. Ne? So, schon gut. Katsching! Okay. Und damit schwebst du schon mal nicht über dem Abgrund. Aber es ist nur ein Symbol.
Das ist kein Schlüssel, sondern nur ein Schlüsselsymbol. So. Wo ist auf der Karte, wurde das wirklich nicht? Nee, jetzt wird hier. Doch, warte mal. Nee, auf der Karte wird wirklich nicht angezeigt, ob es hier noch solche Objekte gibt. Leider zu hoch. Ja, schon gut. Ich suche auch nur. Nein, das will ich gar nicht. Ich suche nach. Ey! Ich suche nach etwas, das sich bewegt. Etwas, das sich verändert. Hm. Seht ihr was? Hm. Vielleicht haben wir hier auch einfach nur kein Chameleon-Objekt. Das mag ja sein. So, also du kommst erstmal hier hinein. Dann nehmen wir noch mehr Symbole mit. Und Vogelfutter. Nee, Drachenfutter. Hier, guck mal. Vielleicht ist das das Richtige. Na. Oh, oh nein. Oh, er kann fliegen. Okay. Glückwunsch, du hast einen neuen Gefährten an deiner Seite. Droi, der kleine Drache wird dich durch das Spiel begleiten. Du kannst deine besonderen Fähigkeiten nutzen, um mal Gegenstände zu gelangen oder ein Feuer zu entfachen. Das ist zwar schön, aber sollte er nicht lieber bei dem Jungen bleiben, so wegen Schutz und so? Ah, was hast du denn da überhaupt gefunden? Droi hat dir zum ersten Mal geholfen. Och, du bist ja ein Lieber. Hör mal. Das ist ja putzig. Messingplatten. Alles klar. Okay, und hier müssen wir wahrscheinlich rüberkommen. Ja, genau. Die Holzplatten werden nicht alles abdecken. Dafür brauchen wir die Messingplatten, ne? Ja, ja. So ist das. Okay. Aber ich will das Chamäleon-Objekt. Wie können wir dich denn bloß befreien? Wir müssen noch was Passendes finden, ne? Okay, hier geht's nicht weiter. Ja. Sie ist überhaupt nicht bösartig. Dann, wenn Droi ihr vertraut, dann vertraue auch ich ihr. Natürlich. Wir müssen sie unbedingt befreien. Da kommt überhaupt nicht anders in die Tüte. Also, wo ist das Sammelobjekt? Das nervt nur, ne? Vielleicht, wenn ich es zufällig entdecke, dann kann ich da ja mal draufklicken. Aber ansonsten lasse ich das. Sonst hält uns das nur beim Spielen auf. Okay, so. Dich nehme ich mit. Hier kommen ein paar Dinge rein. Wie ein Schlüssel, ein Vogelkäfig und der Vogel selbst. Ah, du kommst hier rein. Okay. Schick. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Was? Ich soll einen Zahn finden und einen Gürtel. Okay, ich habe einen Gürtel. Und da ist der Zahn. Und damit können wir jetzt Dinge tun, ne? Hm, ich könnte das Licht gebrauchen. Ah ja, okay. Der Zahn. Einer kommt hier hinein, der andere weiß ich noch nicht. Gürtel. Etwas für... No. Okay, die könnten wir zusammenbinden. Jawohl, sieh an, Schlüssel. Kann ich dich hier jetzt befreien? Nee, wie kann ich die Kerze anzünden? Mit meinem magischen Atem. Ja, wenn der Leute ohnmächtig werden lässt, dann kann ich damit doch wohl auch Feuer entfachen. Nee, wird wohl nichts. Okay, Schlüssel. Nun denn? Nee, falsch. Nee, doch richtig. Alles klar, was ist da drin? Eine Pinzette. Und ein Feuerstein. Ausgezeichnet. Katsching, katsching. Die Lampe, sie bringt. Alle. Nee, weiß ich noch nicht. Vielleicht um den Stein hier rauszuprokeln. Ja, tatsächlich. So. Juwel, Jubel. Mach nochmal Arg. Das hast du toll gemacht. So. Und der Zahn. Messer. Was machen wir mit dem Messer? Hier. Na, guckst du. Ein Brenneisen. Was? Und das Brenneisen nehme ich mit? Echt? Wofür das denn? Wir werden doch wohl nicht... Na, warte mal. Das hat eine ziemlich spezifische Form, ne? Lass uns mal gucken. Hier so. Ja, so, da so.
Schlüssel, sehr gut. Heimkrach machen, aber die Latte nehme ich mit. Warte, ich wünschte, ich... Natürlich kann ich ihn befreien. Hier, ich habe da einen Schlüssel. Na, warum befreist du ihn denn nicht? So, baue eine Brücke, ne? Flicke das Loch in der Brücke mit den passenden Brettern und Messingplatten, um Julies Zelle zu erreichen. Warum retten wir ihn denn jetzt nicht? Das fehlt mir an Candy. Ich sollte herausfinden, was hier am besten passen würde. Okay, das passt da am besten. Das passt da offensichtlich nicht. Nicht? Fliegt aufwendig zurück. Na gut. Ah, es könnte ein bisschen lästig werden hier. Nein! Ey. Okay, toll. Okay, das passt dahin. Ja, fabelhaft. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es tut es. Also, will ich mich mal nicht beschweren. Nee, du dahin. Warum geht er? Diese aufwendige Animation hier ist schon ein bisschen lästig. Tut mir leid, das zu sagen, aber ne, flieg zurück und kannst nicht weitermachen. Wieso denn? Warum? So, okay. Ich kann doch jetzt schon drüber hüpfen. Meinst du nicht? Auch nicht. Du kommst dahin. Aha. Ja komm, also spätestens jetzt können wir drüber hüpfen. Nein? Dann bist wohl du dafür da und du dafür da. Jawohl. Okay, alles klar. Es ärgert mich immer noch, dass wir ihn nicht retten können. Hm. Julie! Kuckuck! Bist du Julie? Mhm. I knew you'd find me, Sarah. Hurry up before... Oh no! Sarah, watch out! Well, look who we have here. It's Sarah Bennington. How fortune smiles upon us. Wie tief geht es denn hier runter? Oh, oh nein! Immerhin hat er unseren Fall gebremst. Ich kann es nicht glauben, dass ich das überlebt habe. Ich muss einen Weg zurück zum Schloss finden. Allerdings. Aber wie kommt es, entkomme dem Käfig und befreie Troy? Aber wie kommt es denn, dann nehme ich erstmal mit, dass das hier so tief runtergeht? Ist ja kaum zu glauben. Ich wünschte, ich könnte hier rauskommen. Ja, ich gucke ja nur nach dem, ihr wisst mir schon, ne? Nach Dingen, die mich eigentlich nichts angehen. Okay, ein Werkzeug wäre sehr praktisch. Gut. Ein herkömmliches Ende. Jetzt ist es ein Ende mit Funk da dran. Okay, ein Greifstab. Moment, wo können wir mit dem Greifstab drankommen? Da? Ja, allerdings. Gut, habe ich. Was ist denn das hier für ein Zeug? Okay, und damit habe ich einen Zahn. Der Zahn? Aber locker. Easy, und weg ist der Zahn. Oh. Hello, Stranger. Na? These are dark times. It's difficult to know who to trust. Let me take you to the field of illusions. Was? You can prove if you're trustworthy there. Können wir uns nicht einfach unterhalten? It's the only way I'll help you. Was? Okay, coole Animation. Was für ein seltsamer Ort. Alles scheint so irreal. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Allerdings, aber da ist ein Ei. Jawohl, violette Eisammler. Ich sollte meine Hände vor den Flammen schützen. So ist es. Hier haben wir Dinge, die wir mitnehmen können. Was ist das? Eine Fiole? Ja, okay. Ich sollte meine Hände schützen. Da war ein Kimi. Ich sag's nicht. Nein, ich sag's nicht. Hauptplatz Trance. Falls ihr das auch hört, wir haben hier Katzen, die gerade ein bisschen durchdrehen. Ich keine Ahnung, was da los ist. Oh, Mensch, das Feuer hat einen ziemlich großen Schaden angerichtet.
ganzen Aufwand für einen Stab. Und ja, okay. Ich bin noch ein bisschen verwirrt hier, was das zu bedeuten hat. Ich nehme erstmal alles mit. Ich muss zuerst das Seil reparieren. Welches Seil denn? Das da? Okay, der Pfosten ist noch nicht stabil. Glücklicherweise haben wir allen möglichen Stuff mitgenommen. Jetzt komme ich darüber. Das sind keine Katzen, das ist hier im Spiel. Warte mal, lass mich mal eben hören. Nee. Das ist im Spiel, diese komischen Geräusche. Okay, ja, klasse. Trance oder Baumtrance? Immer Baumtrance, ne? Da haben wir nämlich ein Ei. Okay. Was? Oh nein, nicht sowas. Da bin ich verdammt schlecht drin. Drehe an den Ringen, sodass jeder Kreis nur noch Stücke der richtigen Farbe enthält. Oh, verdammt. Okay. Ja, das wird doch ganz komisch. Es ist wichtig, welcher die hat. So. Grün, ne? Okay, jetzt ist das schon mal fertig, aber das hier passt nicht. Nee, halt, so muss ich es auch hindrehen. Okay. Die beiden kriegen wir so nicht verarztet. Dann mache ich das mal so. Und den dahin. Dann passt der schon mal. Hat uns das jetzt irgendwie weitergebracht? Doch. Nee, nicht so ganz, ne? Nee, nicht so ganz. So vielleicht? Maybe? Nee, jetzt, also wir haben wieder 2-2. Nee, das geht nicht. Wir brauchen einen größeren Abstand dazwischen. Es müssen mindestens 3 Abstand sein. Okay, dann machen wir es mal so. Und den analog. Es ist ja glücklicherweise spiegelverkehrt, ne? Also, ups. Also sollte gehen. So. Jetzt haben wir hier 3 dazwischen. Oh nein. Es müssen 4 sein und nicht 3. Verdammt. Hier auch, ne? Ja, es müssen 4 sein. Mist. Okay, gut. Also den. Nee, nicht den. So. Da sind 2 dazwischen. Das bringt also nichts. Hier wäre es dann nur noch einer, aber das könnte dann hinkommen. Nein, warte. Nee, nein, ich möchte den da drehen. So. Einer dazwischen. Und jetzt nehmen wir den mit. 1, 2, 3, 4. Wird das passen? Keine Ahnung. Finden wir ja gleich heraus. So. Ich sag doch, da bin ich nicht so gut drin. Okay. So nicht, so. Nee, Mist, das geht auch nicht. Das geht nicht. Da käme der dann daneben. Hier käme er direkt daneben. Hier käme er auch daneben. Und hier, da könnte dann der Abstand passen. Warte mal, wie habe ich die jetzt hingedreht? So. So, ne? Ist das richtig? Keine Ahnung. So. Wenn ich den jetzt nach... Shit, das geht immer noch nicht. Okay, ich glaube, ich muss nochmal hierhin zurückgehen, ne? Das sieht nicht so aus, als ob ich eine andere Wahl hätte. War es gerade zu kompliziert bestimmt, ne? So. Und so. Nee. Rot, grün, grün. Doch, ja, ist richtig. Okay, so. Das hat überhaupt nichts gebracht. Richtig. Richtig. Okay. Dann probieren wir es doch mal. Das ist dasselbe. Das führt uns immer wieder zum selben Ergebnis, nicht wahr? Ja, das führt uns immer wieder zum selben Ergebnis.
Das bringt uns nicht weiter. Wie bin ich denn eben in diese Situation gekommen? So. Sieht besser aus, oder? Weiß ich nicht. Nee, sieht nicht besser aus. Verdammt. Wie kriegen wir das jetzt hin? So, angenommen, ich würde das so machen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Okay, so. Und jetzt den da. Wie viele müssen dazwischen sein? 4. 1, 2, 3, 4. Den hier weg. Und hier. Das ist doch wieder dasselbe wie eben. Nee, warte. 2, 2. 2, 2. Der muss dahin. Und dann so. Das bringt überhaupt nichts. Verdammt! Okay, nee, den möchte ich gerade nicht zurückschieben. Ich möchte diese Situation hier auflösen. So, 2 und 3. 2 und 3, den nach unten. Halt! Doch, ja. Das hat nichts gebracht, gell? Okay, und wenn ich mal in eine andere Richtung denke, dass ich sage, hier kommen... Ach hier, warte mal, das ist ja sowieso rot eingefärbt und das hier ist grün eingefärbt. Ich muss also so vorgehen. Okay. Das ist rot eingefärbt. Das heißt, ich versuche jetzt alle grünen darüber zu kriegen und alle roten umgekehrt. 3... Die 3 kommen da oben hin. So. Sind wir on the right track? I don't know. Moment, 2. Shit. So. Okay, nee, falsch. Ich muss hier nach den roten gucken. 2, da muss ein 1er da sein. Irgendwie sehen die jetzt anders aus, oder? Also sind nicht mehr symmetrisch. War das eben falsch? Ich mach's mal so. So. Viel grüner, okay. Jetzt können wir die... Halt, nee, ich buxiere mich gerade in dieselbe Situation wie vorhin, mit den beiden gegenüberliegenden, ne? Ich fange nochmal von vorne an. So, rot-rot, weg ist. Der Dreier dorthin. Na, so. Und nö. Nehmen wir erstmal die beiden. Und hier die beiden. Ich wette, es gibt eine total einfache Lösung dafür, ne? Seht ihr das auch so? So, da sind 3 dazwischen. Das bringt also nichts. Da wären 4 dazwischen. Das würde... Ne, ich muss ja von dort aus zählen. Nochmal. Da wären 3 dazwischen. Das bringt nichts. So, hier... Ja, okay, sind auch immer 3. Es sind immer 3. Okay, dann mache ich das erstmal so. So.
keine 4. Keine 4. Keine 4. Das wird nichts. Was, wenn wir das jetzt mal ganz verrückt machen und sagen, so. Und so. Und jetzt hier sagen, die Grünen kommen hier hin. Und nee, das geht auch nicht, ne? Shit. Okay, ich krieg's nicht hin. Ich sage ja, ich bin schlechter. Ach, hier wäre auch noch ein Hinweis gewesen. Ich bin schlechter drin. Wir lassen das. Ciao, überspringen. Bye. Ja, ist mir egal. So. Er scheint verängstigt zu sein. Wer? Ach, der Drache. Hi. Vielleicht hat er mehr Angst vor mir, als ich vor ihm. Geben wir ihm doch eine... Nee, nicht die Blüte des Zorns. Das ist vielleicht keine gute Idee. Das ist Leintuch. Auch nicht. Da können wir aber auch nicht. Die nehmen wir mit. Fasse ich nicht mit bloßen Händen an. Hm, keine Chance. Schade. Okay. Komme ich daran vorbei? Ich wette, dieser Stein ist hier irgendwo versteckt. Natürlich. So, was haben wir da? Das können wir auch mitnehmen. Oh, oh. Und das ebenfalls. Sehr gut. Wir laden uns hier schön das Inventar voll, ne? Und nach da geht es glücklicherweise nicht weiter. Brauchst du ein Horn? Nee. Möchtest du... Nee, möchtest du auch nicht. Bloß so eine... Nee. Gut. Hier. Ein Chameleon-Objekt. Yay. Ich gehe mal wieder zurück. So, was haben wir denn da? Da haben wir nur so ein Zeug, aber mehr können wir ja auch nicht mitnehmen. Gut. Da ist nichts. Wir waren eben beim Baum, ne? Dann gehen wir jetzt mal zur Helden. Oh. I'm afraid you've come in the midst of chaos. Yeah. He betrayed me. Look at what he's done. These flames are swallowing the place up. My best friend, my dragon, has turned against us. I had to tie him up. Hm. Ist ja verrückt. Das ist ja eine verrückte Geschichte, aber ich sehe schon, was hier los ist. Alles komisch, komisch, komisch. Gut, lass mich herausfinden, was hier los ist, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich brauche einen Augenblick Pause. Bis gleich.